1929 versetzte der Vampir von Düsseldorf das gesamte Rheinland in Angst und Schrecken. Ein unbekannter Serienmörder hatte es auf junge Frauen und Mädchen abgesehen. 9 Morde konnten ihm definitiv nachgewiesen werden. Nach eigenen Aussagen hatte er aber bis zu 70 Menschen ermordet. In diesem Video möchte ich euch die grausame Geschichte von Peter Kürten vorstellen. Viel Spaß! Peter Kürten wurde 1883 als das drittälteste von 13 Kindern geboren. Er wuchs in Mülheim auf, damals eine blühende Industriestadt bei Köln. Seine Eltern lebten in recht bescheidenen Verhältnissen. Wie so viele Menschen zu dieser Zeit war Kürtens Vater oft arbeitslos, was ihm schwer zusetzte. Er wurde zum Alkoholiker und schlug seine Kinder und seine Frau. Die von Gewalt geprägte Kindheit fing früh an, auf Kürten abzufärben. Schon im Alter von 5 Jahren regten sich sadistische Tendenzen in dem Jungen. Zu dieser Zeit begleitete er oft einen Hundefänger, der aus ihrer Nachbarschaft kam. Er durfte ihm dabei helfen, kleine Welpen in einem Bach zu ertränken. Dabei entdeckte er zum ersten Mal die Lust am Töten. Dieses Machtgefühl sollte den kleinen Jungen einfach nicht mehr loslassen. Als er älter wurde, fing er an, kleine Tiere mit Messerstichen zu verletzen oder zu töten. Als er 8 Jahre alt war, wurde es an einem Abend besonders schlimm zu Hause. Sein Vater schlug seine Mutter halb tot und der kleine Peter lief von zu Hause weg. 3 Tage hielt es auf der Straße aus und hielt sich mit kleineren Diebstählen über Wasser. Schließlich wurde er von der Polizei gefunden und wieder zurück nach Hause gebracht. Laut eigenen Aussagen hatte er an einem dieser Tage seinen ersten Mord an einem kleinen Mädchen begangen. Ob dies jedoch die Wahrheit war, konnte nie geklärt werden. Wenige Jahre später zog die Familie Kürt nach Düsseldorf. Dort besuchte er erst eine Volksschule und begann dann eine Lehre zum Sandformer in der gleichen Firma, in der auch sein Vater arbeitete. Auch dort war der Alltag sehr von Gewalt geprägt. Zu dieser Zeit gehörte körperliche Züchtigung von Lehrlingen zur Tagesordnung. Im selben Jahr wurde Kürten zum ersten Mal wegen einer seiner Gewalttaten verurteilt. Er lockte ein junges Mädchen in einen Wald und würgte sie dort halb zu Tode. Für dieses Vergehen verbrachte er 2 Monate im Gefängnis. Danach arbeitete er als Tagelöhner und zog ohne Ziel durch Düsseldorf. Ob er zu dieser Zeit schon Morde beging, ist unbekannt. Sicher ist nur, dass er unter anderem für Brandstiftung, Fahnenflucht, Diebstahl und schwerer Körperverletzung für mehrere Jahre ins Gefängnis musste. Genauer gesagt verbrachte er eigentlich die meiste Zeit seines Lebens im Gefängnis. Wenn er frei gewesen wäre, hätte er vermutlich noch viel mehr Morde begangen. Am 25. Mai 1913 verübte er den ersten Mord, der ihm eindeutig zugeordnet werden konnte. Er plante ein Gasthaus in Mülheim, der Stadt, in der er geboren war, zu überfallen. Er fand keine Wertsachen vor, nur die 9-jährige Tochter des Wirts, Christine Klein. Kaltblütig ermordete er sie und konnte daraufhin unbemerkt entkommen. Am nächsten Morgen kehrte Kürten an den Tatort zurück und lauschte den Gesprächen der aufgebrachten Gäste. Am Tatort wurden keine Fingerabdrücke gefunden, jedoch ein blutverschmiertes Taschentuch mit den Initialen PK. Der Vater des Opfers, Peter Klein, hatte jedoch dieselben Initialen, weshalb Peter Kürten nie verdächtigt wurde. Nun hatte er Blut geleckt und wurde immer brutaler. Er attackierte mehrere Menschen mit einem Beil und zündete in der ganzen Umgebung Heuschober an. Dafür konnte er jedoch nie belangt werden. Für andere Vergehen saß er erneut 8 Jahre im Gefängnis. Mit der beunruhigenden Mordserie an jungen Mädchen wurde er jedoch noch nicht in Verbindung gebracht. Im Jahr 1929 beging Kürten die restlichen 8 Morde, die ihm definitiv zugeordnet werden konnten. Zu dieser Zeit brach er fast wöchentlich in Häuser ein, mit der Absicht zu töten, wenn sie die Gelegenheit dafür ergab. Mit einer Schere brach er am 2. Februar 1929 in das Haus von Apollonia Kühn ein und stach damit mehrmals auf den Kopf der schlafenden Frau ein. Er dachte, er hätte sie getötet, sie schaffte es jedoch schwer verletzt zu flüchten. Diese Schere sollte nun zu seinem Lieblingswerkzeug werden. Einige Tage später wanderte er etwa um 18 Uhr die Straßen von Düsseldorf entlang, als ihm dort die 9-jährige Rosa Ohlinger begegnete. Sie hatte sich verlaufen und Kürten bot ihr an, sie nach Hause zu bringen. Er führte sie jedoch nicht nach Hause, sondern in die Nähe seiner Wohnung. Nur wenige Schritte von dieser entfernt
zückte er seine Schere und stach so lange auf das arme Mädchen ein, bis sie sich nicht mehr regte. Am nächsten Morgen kehrte er zum Tatort zurück. Er hatte die Leiche in eine uneinsehbare Baustelle gelegt, wo sie bisher noch nicht entdeckt wurde. Er übergoss sie mit Petroleum und zündete sie an. Der verbrannte und kaum zu identifizierende Körper wurde erst Stunden danach von Bauarbeitern entdeckt. Wieder, nur einige Tage später, packte ihn dann sein Blutrausch erneut. Diesmal im wahrsten Sinne des Wortes. Er überfiel einen 54-jährigen Mann, der gerade aus einer Wirtschaft kam, und stach mit seiner Schere mehrere Male auf ihn ein. Er versuchte dann, das austretende Blut mit dem Mund aufzufangen und es zu trinken. Als er merkte, dass dies nicht funktionierte, stieß er den Schwerverletzten eine Böschung hinunter, wo er einige Stunden später unter schlimmen Schmerzen verstarb. Auch in den folgenden Wochen griff er immer wieder junge Frauen mit seiner Schere an, die dem Vampir von Düsseldorf jedoch glücklicherweise entkommen konnten. Nun hielt er sich einige Monate lang bedeckt, bis ihn im August erneut seine Mordlust packte. Am 11. August 1929 überredete er die junge Hausangestellte Maria Hahn, ihn zu einem Ausflug zu begleiten. Sie verbrachten den ganzen Tag mit längeren Wanderungen und kehrten in mehrere Gaststätten ein. Danach lockte er sie in ein abgeschiedenes Waldstück und begann sie zu küssen. Nachdem diese die Annäherungen abblockte, stach er ihr mit seiner Schere in den Hals und sah dabei zu, wie sie unter Todesqualen verendete. Diesmal schaffte er es, das Blut des Opfers zu trinken, musste es aber sofort wieder erbrechen. In den nächsten Wochen kam er häufiger in den Tatort zurück und befriedigte sich dort selbst. Nun war er nicht mehr zu halten. Jede Woche attackierte er aufs neue Menschen mit seinem Dolch oder seiner Schere, komplett wahllos und willkürlich. Viele seiner Opfer überlebten und konnten Kürten beschreiben, jedoch führte das trotzdem nie zu einer Festnahme. Unter anderem vergewaltigte und ermordete er in den folgenden Monaten auch zwei 5-jährige Mädchen und trank ihr Blut. Auf eines der beiden Mädchen machte er sogar regelrecht Jagd, wie eine Katze, die mit einer Maus spielt. Zum ersten Mal in der Presse bekannt wurde er, als er am 7. Dezember 1929 einem Schwan den Hals durchschnitt und versuchte sein Blut zu trinken. Diesem Vorfall wurde aber zu dieser Zeit noch wenig Beachtung geschenkt. Bis heute ist es kaum zu glauben, dass Kürten nicht früher geschnappt wurde. Fast wöchentlich attackierte er Menschen und seine Sträflingsakte hatte die Dicke eines Lexikons. Sein freundliches und gepflegtes Aussehen führten jedoch häufig dazu, dass niemand Kürten verdächtigte. Auch seine Nachbarn sagten, er wäre ein netter, höflicher Mann, der stets freundlich zu ihnen war. Außerdem wurde er von seinen Opfern immer um 10 bis 20 Jahre jünger eingeschätzt. Die Hysterie in Düsseldorf wuchs jedoch laufend. In ihrer Mitte war ein beispiellos brutaler Serienmörder, der Menschen tötete, um ihr Blut zu trinken. Ein wahrhaftiger Vampir. Sogar das Innenministerium wurde auf die Umstände aufmerksam und gründete eine Sonderkommission, welche Beamte aus Berlin abzog, um in Düsseldorf den Vampir zu jagen. Gefasst wurde jedoch eher durch Zufall. Als ihn die Polizei langsam in die Enge drängte, offenbarte er seine Taten seiner langjährigen Frau. Ihr offenbarte er, er habe 69 Menschen ermordet und unzählige weitere angegriffen. Seine Frau war schockiert und ging mit diesem Wissen zur Polizei. Kürten, der am folgenden Tag aus Düsseldorf fliehen wollte, konnte am 24. Mai 1930 endlich gestellt werden. Die Bevölkerung konnte aufatmen. Der Vampir war gefasst worden. Kürten gestand seine Vergehen mehrmals und zog diese Geständnisse dann wieder zurück. Auch wenn ihn zwei seiner überlebenden Opfer eindeutig identifizieren konnten, leugnete er alles. Der später folgende Gerichtsprozess wurde in ganz Deutschland verfolgt und erregte sogar internationales Interesse. Über 1000 Seiten Untersuchungsberichte wurden zu Protokoll gegeben. Am 22. April 1931 wurde er schließlich für die 9 Morde, die ihm nachgewiesen werden konnten, zum Tode verurteilt. Kürten genoss das Interesse der Medien sichtlich und sonnte sich regelrecht in seinem zweifelhaften Ruhm. Am 2. Juli 1931 wurde der Vampir von Düsseldorf, der die Stadt jahrelang in Angst und Schrecken versetzt hatte, schließlich mit dem Fallbeil hingerichtet.
Gut, das war's auch schon wieder jetzt hier mit diesem Video. Ich hoffe wie immer, dass es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch sehr gerne ein Like und ein Abo da, würde mich wie immer sehr freuen. Von daher, bis zum nächsten Mal. Ciao.